kfz-helpline.de, das Internetportal rund um Ihr Kfz. Präsentiert Ihnen Auto und Verkehr. Pkw-Reifen müssen ab dem 1. November 2012 mit dem sogenannten EU-Label gekennzeichnet sein. Dies gilt für den Handel. Die Reifenhersteller dagegen müssen ihre produzierten Pneus bereits ab dem 1. Juli 2012 kennzeichnen. Das Ziel dieses Labels ist, eine bessere Übersicht für Verbraucher zu schaffen. Das EU-Label kennen wir ja nun schon aus dem Bereich der weißen Ware, zum Beispiel Kühlschränke, Waschmaschinen, Geschirrspülmaschinen, wo eine entsprechende Klassifizierung nach Effizienzklassen stattfindet. Nun soll das in diesem Jahr, also im Jahr 2012, auch eingeführt werden für Reifen. Nicht für alle Reifen, für Pkw-Reifen, Transporterreifen, Leicht-Lkw-Reifen und Lkw-Reifen. Ich habe ganz bewusst gesagt, nicht für alle Reifen, weil es auch gewisse Ausschlüsse noch gibt. Zum Beispiel runderneuerte Reifen fallen bis dato noch nicht in den Bereich. Letztendlich das EU-Reifenlabel wird einklassifiziert in drei Kategorien. Die erste Kategorie ist der Rollwiderstand, der auch einen direkten Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch eines Fahrzeugs hat und auch auf die CO2-Emission letztendlich. Die zweite Kategorie ist die Nasshaftung bzw. der Bremsweg eines Fahrzeugs auf nasser Fahrbahn. Und die dritte Kategorie wäre der äußere Geräuschpegel eines Fahrzeugs. Die ersten beiden Kategorien sind unterteilt in Schritte von A bis G. Bedeutet letztendlich, die Kategorie A hat den besten Wert, die Kategorie G hat den schlechtesten Wert. Je nach Kategorie A unterteilt in eine grüne Farbe bis G in eine rote Farbe. Der äußere Geräuschpegel wird auf diesem Label einmal symbolisch dargestellt in Form von drei Schallwellen und mit dem tatsächlichen Wert in Dezibel gemessen. Das heißt, eine Schallwelle bedeutet, dass dieser Reifen 3 Dezibel leiser ist als die schon strengere EU-Richtlinie, die es irgendwann geben wird. Zwei Schallwellen bei diesem Reifen bedeuten, dass er der strengeren EU-Richtlinie entsprechend wird. Drei Schallwellen bedeutet, dass dieser Reifen eine hohe Geräuschemission hat und letztendlich den momentanen Richtlinien der EU entspricht. Das EU-Label ist allerdings nicht nur positiv zu sehen, denn jeder Reifenhersteller klassifiziert seine Reifen selbst und das ohne Kontrolle durch den TÜV oder dergleichen. Das heißt, Billigreifenhersteller aus Fernost müssen ihre eigenen Reifen einstufen und bewerten. Dies birgt Gefahren, gerade in den Ländern, wo Produktpiraterie besonders groß geschrieben wird. Werden EU-Label-Angaben bestimmt nicht sonderlich objektiv sein. Bei Premium-Reifenherstellern sieht das hingegen ganz anders aus. Wir als Reifenhelm sind sehr premiumlastig und wir raten den Leuten in der Regel auch von ostasiatischen Billigimporten ab. Und ich denke mal, das wird sich letztendlich auch in den Reifenlabeln widerspiegeln. Fahrsicherheit und gerade die Punkte, die letztendlich auf dem Reifenlabel auch dann sichtbar sein werden, Bremsverhalten, die sind bei diesen Fabrikaten nicht gegeben und das haben genügend Tests auch schon ergeben. Also es gibt ja diese Aussage, wer billig kauft, kauft zweimal und die hat mit Sicherheit Bestand, da können Sie von ausgehen. Also ein Billigreifen wird nie die Laufleistung eines Premiumreifens erreichen. Ich meine, dafür ist der Preis natürlich auch unterschiedlich, irgendwo muss er ja auch gerechtfertigt sein. Dann. Das EU-Label kommt, so viel steht fest. Aber ob es in der Form sinnvoll ist und ausreichende Informationen für die Verbraucher beinhaltet, bezweifeln die Experten. Also das ist meiner Meinung nach ein ziemlich zweischneidiges Schwert. Gut, letztendlich wird dem Endverbraucher diese drei Kategorien gezeigt. Aber ich muss sagen, ein Endverbraucher ist gut beraten, wenn er letztendlich im autorisierten Reifenfachhandel sich auch noch entsprechend beraten lässt über alle weiteren Eigenschaften eines vernünftigen Reifens. Denn, wie schon gesagt, es werden nur dargestellt der Rollwiderstand, das Nassbremsverhalten und die Geräuschemission bei einem Reifen. Alle weiteren Faktoren, die durchaus wichtig sind, wie zum Beispiel Aquaplaningverhalten bei einem Reifen, Fahrsicherheit, Fahrkomfort, Langlebigkeit eines Reifens, die werden Sie darauf nicht finden auf diesem Label. Also im Grunde genommen ist das für mich so ein bisschen, ja, ich sag mal, wischiwaschi. Ähnlich wie andere EU-Richtlinien letztendlich dargestellt werden.
Festhalten kann man auf jeden Fall, Aufklärung beim Kauf von Reifen ist eine gute Sache. Nur sollte sie dann allerdings auch umfangreich und vor allem objektiv sein. Daher ist eine Beratung im Reifenfachhandel nach wie vor unabdingbar, wenn es um die richtige Reifenwahl geht. Kfz-Helpline.de, das Internetportal rund um Ihr Kfz, präsentierte Ihnen Auto und Verkehr.